Die Dinge so sein zu lassen, wie sie sind, das war noch nie meine Stärke. Von Anfang an lockte mich meine Neugier in Situationen oder an Plätzen, an denen ich ausprobieren konnte, wie weit ich gehen kann, wo meine Grenzen sind. Auch wenn ich mit den Aushalten der Ergebnisse oft sehr lange beschäftigt bin. Das war schon als Kind so, das ist zum jetzigen Zeitpunkt so. Und das war schon als Schülerin so. Als Schülerin in Villach interessierten mich die leerstehenden Gebäude rund um die Schule wesentlich mehr als die Schule selbst. Ich lernte das Innenleben der Traubrücke kennen und ich entwickelte eine starke Abneigung gegen auferzwungene Erfahrungen. Ich nahm das Ganze mit in mein Arbeitsleben. Nach der Matura und einer Modeschule in Villach zog ich nach Wien, um dort als Stylistin und Ausstatterin für Film und Werbung zu arbeiten. Das war anfänglich das totale Chaos, aber innerhalb von 4 Jahren hat sich das doch ganz gut etabliert. Und das war der Zeitpunkt für mich, zu gehen. Ich packte 2 Taschen, meine Nähmaschine und zog nach Berlin. In Berlin angekommen, ich habe keine Wohnung gehabt, ich habe keinen Job gehabt, ich habe dort niemanden gekannt, ich habe irgendwie ein Bett gehabt zum Schlafen. Zurückrudern war nicht mehr möglich, weil ich habe es ja schon allen erzählt, ich habe ein riesen Abschiedsfest gegeben. Also beschloss ich, mein Leben wieder in einigermaßen geordnete Bahnen zu kriegen. Das ist mir eigentlich auch ganz gut gelungen, noch 2 Jahre war alles wieder einigermaßen an einem festen Platz verankert. Und das war der Moment, an dem ich mein erstes Kind gekriegt habe. Meine Blickrichtung änderte sich. Durch Zufall konnte ich Kinder beobachten, wie sie Baumwollstoffe ausschnitten, die Motive wiederum auf einen anderen Baumwollstoff klebten. Und so entstand ein völlig neues Bild. Und in mir das erste Mal der Gedanke, ein Bild aus Stoff zu nähen. Ich habe immer schon gern fotografiert, also habe ich meine Fotokisten durchstöbert, auf der Suche nach einem passenden Bild. Einfach und klar in Farbe und Form. Ich fand ein Bild, das habe ich geschossen, als ich zu Hause auszog. Erinnerungsfoto sozusagen. Die Farben des Bildes, schwarz, weiß, hellgrün, dunkelgrün, erschienen mir machbar, um daraus ein Bild aus Stoff zu nähen. Darauf zu sehen war eben eine hellgrüne Wiese, ein dunkelgrüner Wald und davor eine schwarzbunte Kuh. Die Kuh Eimer, genau. Ich nahm das Motiv der Eimer, bearbeitete es im Computer, reduzierte die einzelnen Farbflächen auf das Einfachste und machte mir daraus einen Schnitt. Diesen Schnitt legte ich wieder auf den Stoff, schneidete die einzelnen Teile raus und applizierte das Ganze dann mit der Nähmaschine wieder zusammen. Beim Arbeiten kam mir die Idee, die bestehenden Farben so oft miteinander zu tauschen, wie es möglich ist. Und es entstand ein Bild aus 24 eigenständigen Bildern. In mir wuchs das erste Mal, merkte ich, dass sich die Zahnräder beginnen zu drehen. Ich wusste aber noch nicht, wohin. In einem weiteren Motiv zerlegte ich das Motiv, oder weiteren Bild, zerlegte ich das Motiv der Kuh Alma mosaikartig, genau. Und in der nächsten traute ich mich schon, wo muss ich denn das hinklicken, da? Von den bestehenden Farben wegzugehen, um sie in einen weiteren, das Motiv im Motiv im Motiv zu zerstückeln. Über 5 Jahre war ich beschäftigt mit dem Motiv der Kuh Alma. Ich habe es eingepackt in Plastiktüten, aufbewahrt in einer Kiste. Ich wusste noch nicht, wo es hingehen soll. Es war mir irgendwie etwas unangenehm, so viel Zeit für eine scheinbar nutzlose Sache aufzubringen. Und trotzdem,
Und trotzdem konnte ich nicht davon lassen, egal ob es Geld bringt oder nicht. Ja. 2010 endete mein Erziehungsurlaub mit meinem zweiten Kind. Und ich beschloss, in Zukunft selbstständig zu arbeiten. Ich fand es eine super Idee, die Kunst oder die Kuh auf den Gebrauchsgegenstand zu bringen. Ich fing an mit einer Taschenkissenproduktion und wollte von Anfang an selbst für die Gestaltung und die Verarbeitung selbst verantwortlich zu sein. Ich achtete auf eine gute Stoffqualität und auf eine gute Ausführung. Ich versuchte, Aufträge zu vermeiden, damit ich meine Sachen umsetzen kann. Und ich suchte mir Jobs, die ich daneben gut und gern ausüben kann, damit ich mir meine Arbeit überhaupt leisten kann. In mir entwickelte sich immer mehr eine Faszination für das Echte, für das Unverfälschte, für das Es ist, was es ist. Und so beginnen für mich die Porträts. Vor 2 Jahren habe ich mein erstes Porträt gemacht und ich war mit dem Ergebnis noch nicht so zufrieden. Es fingen an Studien, ich nahm einzelne Teile aus dem Bild heraus, einen lachenden Mund, Augen, eine Mütze auf den Kopf. Es war total wichtig herauszufinden, welche Lage auf welcher liegt, denn wenn die Lagen falsch miteinander verbunden sind, dann sieht es eben einfach nur wieder aus nach an aufgenähten Stoff. So ist für mich das Bild Konrad der Anfang. Ein kleiner Kerl sitzt unten in der Ecke. Der Rest des Bildes ist völlig unbeschrieben, völlig frei. Alle Erwartungen müssen noch gemacht werden. Das Einzige, was klar ist, ist, er ist da und bereit zu wachsen. Er kann es kaum erwarten und alles wartet auf ihn. In mir wächst der Wunsch, ein Bild aus Stoff zu nähen, welches man von einem gedruckten oder einem bemalten Bild mit einem bestimmten Abstand nicht mehr unterscheiden kann. Und trotzdem, wenn man genau hinschaut, ist es eigenständig, es ist frei, es ist unangepasst. Mit Ada kehrt die Ruhe ein. Ada macht mir Mut. Ich beginne, die Stoffe aus den Tüten auszupacken, fange an, immer mehr Gespräche über meine Bilder zu führen. Ich merke, ich möchte gerne die Bilder in Ausstellungen bringen, ich möchte gerne mehr die Bilder in die Öffentlichkeit bringen. Ich merke, etwas drängt hinaus, etwas will frei sein, etwas will frei atmen. Die Sensation, die Überraschung, Lionel. In denen ich die einzelnen Lagen übereinander lege und die Stoffkanten mit der Nähmaschine appliziere, ergibt sich ein leichtes Relief. Dieses Relief erscheint für den Betrachter, dass einem das Bild entgegenkommt. Es kommt aus dem Stoff heraus. Es ist total wichtig, die Farbkomposition für die Intensität des Bildes, und das Bild selber wird vielschichtiger, es wird komplexer. Ich versuche, die gut gemeinten Tipps zu ignorieren und setze die Dinge nur noch so um, wie ich mir das vorstelle, egal ob es Sinn macht oder nicht. Ich beschließe, die 3 Bilder, Ada, Lionel und Konrad, zum Handwerkskammerwettbewerb der Stadt Berlin einzusenden. Ich werde tatsächlich eingeladen, die Bilder dort einzureichen, aber weiter geht's nicht. Und da wird mir klar, stimmt, ich bin ja überhaupt kein Handwerksbetrieb. Es geht mir überhaupt nicht um die Technik. Die Technik ist nur das Mittel zum Zweck. Es geht mir darum, ein Motiv auszuwählen, was mich bewegt. Stimmt, ich bin kein Handwerksbetrieb. Es wird mir das erste Mal klar, ich mache Kunst. Mit Ulrich wird es total wichtig, wie klein müssen die Teile werden, um einen Bart aus Bart oder eine Mütze aus Mütze erkennbar zu machen.
Man muss zurücktreten, um zu erkennen. Und man muss vielleicht noch weiter zurücktreten, um zu sehen, dass alles auf seinem Platz ist. Dass alles miteinander zusammenhängt. Es wird immer wichtiger, welche Emotionen die Bilder in mir auslösen. Und gleichzeitig kommt die Frage auf, ob ich nicht weniger emotionsgebundene Bilder nehmen soll, damit ich sie vielleicht später leichter verkaufen könnte. Und ich merke, das geht überhaupt nicht. Ich mag nicht mit meinen Bildern wo anknüpfen an ein Bild vielleicht, was schon seinen Erfolg gehabt hat, nur um meine Technik zu präsentieren. Und ich mag eigentlich wirklich von Anfang an mit den Schießen des Fotos, mit der Bearbeitung des Motivs, verantwortlich sein und auszuprobieren, wohin es gehen kann, von Anfang an. Es passiert mir immer wieder, dass mir Leute Künstler in Zeitungen zeigen, deren Arbeit ähnlich ist zu meiner. Mir erklären, wie ich es vielleicht leichter machen soll oder was ich vielleicht weglassen soll, wie man zu Erfolg kommt und. Und ich merke, für mich beginnt eine neue Phase und die nennt sie das Glück von selbst auferlegten Scheuklappen. Das ist Jörg und Dirk. Jörg und Dirk fragen, was kann passieren? Und ich denke mir, ich nehme Jörg und Dirk weg von der Wand, stelle sie ins Freie, fahre mit denen durch die Stadt, bringe sie an Plätzen, die ich mag, um sie dort wieder zu fotografieren. Jörg und Dirk bleiben immer die gleichen, aber die Hintergründe, die ändern sich ständig. Genau, die Hintergründe ändern sich ständig. Jetzt muss ich einmal nachlesen. Jetzt habe ich doch noch einen Hänger. Ach ja, klar. Jörg und Dirk sind kritisch. Kein Wunder, dass ich das vergessen habe. Und Jörg und Dirk fragen, wo soll es hingehen? Und ich denke mir, ist es möglich, in einer Galerie zu spazieren und sich einfach vorzustellen? Ist es möglich, Zeitungen anzuschreiben, für die man sich interessiert? Muss ich meine Kunst planen? Ist das nicht alles ein bisschen naiv? Soll ich es lassen, aus Angst mir zu blamieren? Ich habe gedacht, ich lege meine Scheu ab, denn ohne Scheu geht es leichter und habe meine Erfahrungen gemacht. Und ich habe so unglaublich viel gutes und positives Feedback gekriegt, dass ich eigentlich gar keine weiteren Fragen habe. Gerald ist das einzige nicht von mir geschossene Foto. Und mit Geralds Zustimmung durfte ich das Bild bearbeiten. Gerald ist mein Lieblingsbild. Gerald zeigt für mich eine neue Generation, mit der Erfahrung und der Kraft der Alten neue Wege gehen. Mut, Vertrauen und Glauben. Dann kommt alles andere von allein. Erhard endet für mich eine Phase. Erhard ist mein emotionalstes Bild und gleichzeitig das letzte der Porträts zum jetzigen Zeitpunkt. Mit Erhard habe ich nicht mehr die Frage noch ein Warum, Wieso oder Weshalb. Für mich ist nur noch ein klares Ja. Und heute stehe ich da heroben, bin total glücklich, das alles erzählen zu dürfen. Und freue mich aufs nächste Chaos, was auf mich zukommt und sage, danke fürs Zuhören.